Willkommen zum Duell zur Wahl von Jugend prägt, wo Jugendpolitiker über eure Themen diskutieren. Heute geht es um das Thema Sicherheit. Und mit dabei sind Georg Buder, der Jugendkandidat von den Linken, und Philipp Riegel, der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen und auch Landtagskandidat für die FDP. Zuerst wie immer jeder von euch 30 Sekunden Zeit für ein Eröffnungsstatement. Den Anfang macht Philipp. Also für uns ist die Sicherheit in unserem Land natürlich sehr wichtig und dafür haben wir verschiedene Voraussetzungen formuliert. Unsere Polizei muss gut ausgestattet werden, die Gerichte müssen arbeiten können, es muss Nachwuchs sowohl bei Polizei als auch bei Rechtshelfern, Richtern und Gerichtsmitarbeitern geben. Wir wollen den Verfassungsschutz nicht reformieren, aber wir wollen ihn besser gestalten, nämlich so, dass er zwischen den einzelnen Ländern besser organisiert ist. Wichtig ist uns auch die Ausstattung der digitalen Strukturen bei der Polizei. Danke, Philipp. Und Georg, du bist dran. Genau. Also für uns ist erstmal Sicherheit ein Grundbedürfnis von eigentlich allen Menschen. Und wir sagen, oder ganz zentral für uns als Linke ist, dass wir einerseits die individuelle, aber auch die öffentliche Sicherheit von allen Menschen in Thüringen stärken und gewährleisten wollen. Und wir sagen, um das nachhaltig wirklich meistern zu können, ist es zentral und wichtig, auf zum Beispiel Bildung für alle zu setzen, auf Chancengleichheit, auf Teilhabe, gegen prekäre Lebensverhältnisse vorzugehen, um damit wirklich ein nachhaltiges Konzept gegen Kriminalität und für Sicherheit zu schaffen. Danke, Georg. Ja, in den vergangenen Jahren ist das Unsicherheitsgefühl der Bürger in ganz Deutschland, aber auch in Thüringen gewachsen, obwohl auf dem Papier die Kriminalitätszahlen zurückgehen. Georg, ihr wart als Linke wart in der Regierungsverantwortung. Wie erklärst du dir dieses Unsicherheitsgefühl der Bürger, wo ihr doch auf dem Papier alles Richtige oder zumindest in die richtige Richtung gegangen seid? Naja, wie du schon richtig gesagt hast, auf dem Papier, die Kriminalitätsraten sind in den letzten Jahren nicht signifikant höher oder niedriger geworden, sondern auf einem relativ gleichbleibenden Niveau geblieben. Und meine Erklärung ist, es gibt tatsächlich politische Akteure, die aber in diese Kerbe schlagen und sagen, naja, es gibt bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die aber für eine insgesamt höhere Kriminalität verantwortlich sind. Und dass es tatsächlich mit den Zahlen nicht übereinstimmt, das wissen wir. Was wollt ihr dagegen tun oder wie könnt ihr, mal positiver gefragt, was könnt ihr tun, damit auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger, also dass wir uns alle aus unserer Sicht sicherer fühlen, wie könnt ihr das verbessern? Naja, wir treten zum Beispiel dafür ein, dass es mehr Kontaktpolizisten und Polizistinnen vor Ort gibt. Das heißt, damit Polizei vor Ort sichtbar ist, damit Leute wissen, sie haben einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, an den sie sich im Zweifel wenden können und einfach das Gefühl haben, naja, mir geht es gerade irgendwie nicht so gut oder ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie eine Problemlage, dass ich jemanden habe, an den ich mich wenden kann. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ein ganz anderer Punkt ist, wo ich auch vorhin schon mal in der Diskussion darauf hingewiesen habe, ist einfach soziale Sicherheit. Das heißt, Sicherheit spiegelt sich in ganz vielen Lebensbereichen wider. Und ich denke, da entsteht auch viel Triebkraft dafür, dass es ein gewisses Unsicherheitsverhältnisgefühl in der Bevölkerung gibt. Was macht ihr als FDP aus als Gründe dafür, dass die Unsicherheit gefühlt wächst? Und was könnt ihr euch vorstellen, dagegen zu tun? Was haltet ihr zum Beispiel vom Ausbau des sozialen Sicherheitsgefühls? Also ich denke, in die Kerbe können wir auch reinschlagen, aber wir wollen eben keinen Nutzen daraus ziehen, jetzt hier das immer auf die soziale Ebene zu tun. Wir müssen uns angucken, viele Polizeidienststellen vor Ort sind schlecht ausgestattet, viele Polizisten sind überfordert mit deren Aufgaben, gerade was das Thema Digitalisierung in den Leitstellen, in den Bussen ansieht oder auch bei den Gerichten. Wir bilden zu wenig Rechtshelfer, Gerichtsreferendar aus. Wir stellen diese meistens in bürokratischen Verfahren ein. Wir bezahlen unseren Beamten dort kein Geld. Und das sind alles Dinge, die sich auch auf das Sicherheitsgefühl der Menschen auslegen, wo man sagt, das Gericht soll eben nicht überfordert sein, sondern soll eben auch als wichtiger Tragpfeiler unserer Verfassung auch dafür Sicherheit sorgen. Wie viele Stellen sind nötig? In welchem Umfang wollt ihr für Nachwuchs sorgen? Also mittlerweile haben wir 300 Stellen in den letzten Jahren geschaffen in den
in den Gerichten und dies muss mindestens verdoppelt werden. Das kann man durch Anreize tun, auch durch unbürokratischere Verfahren bei der Einstellung und auch bei der Polizei. Wir müssen den Beruf des Polizisten auch für junge Leute wieder attraktiv machen, eben auch durch eine bessere digitale Ausstattung. Mhm. Georg, Anfang des Jahres, jetzt ist natürlich immer, ihr seid in Regierungsverantwortung, ihr seid auch damit zumindest mitverantwortlich für die Polizeipolitik in Thüringen. Am Anfang des Jahres fehlten im Personalplan fehlten verglichen mit dem Personalplan 850 Stellen bei der Polizei in Thüringen. Wenn man die tatsächlichen besetzten Stellen mit dem Konzept, was mit dem Koalitionsvertrag verabschiedet wurde, vergleicht. 850 Stellen ist ja schon eine ziemliche Diskrepanz. Wie erklärst du dir die? Genau, das hört sich erstmal nicht wenig an. Ich glaube, was man erstmal sagen muss, dass gerade noch in den letzten Jahren unter der CDU tatsächlich viel zu wenig Polizeibeamtinnen eingestellt wurden. Das waren damals so um die 120 Anwärterinnen pro Jahr. Wir sind jetzt bei einer Zahl von 300 Anwärterinnen. Das heißt, also es wurde fast verdreifacht. Und ich glaube, so Personalprobleme, die sich über lange Zeit aufstauen, die kriegt man nicht von heute auf morgen gelöst. Und ich kann nur dazu sagen, wir tun gerade unser Bestes und gehen den richtigen Weg. Philipp, ihr als FDP tretet auch für die Digitalisierung ein. Du hast es angesprochen. Nun hat ja Rot-Rot-Grün schon ein digitales Einsatzsystem bei der Polizei eingeführt. Was wollt ihr mehr? Also wir wollen auf jeden Fall auch digitale Funkwagen, die mit allem ausgestattet sind, mit Druckern, Scannern, verschiedenen auch Handy-Nutzungsgeräten, wo die Polizisten nicht mehr ihre privaten Handys nutzen müssen, um dann jeweils die Datenverbindungen zu haben. Und auch digitale Leitstellen sind in unserem Ziel. Aber das passiert ja gerade. Also die Umstellung passiert ja gerade. Da wurde 10 Millionen Euro bereitgestellt für die Digitalisierung der Polizei. Und diese Umstellung, ja, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber das passiert gerade. Das ist richtig, aber wir wollen uns natürlich auch weiterhin dafür einsetzen und das auch mit den nötigen Mitteln finanzieren. Sind die nötigen Mittel aus eurer Sicht noch nicht vorhanden? Also man muss sich ja sagen, wenn das jetzt in 5 Jahren, ich gebe da Georg recht, dass vielleicht vieles verschlafen wurde, aber mit der Argumentation kommt man halt auch nicht weiter. Wir müssen halt sehen, wie können wir es weiterentwickeln. Und dafür ist aus unserer Sicht nicht genug getan worden in den letzten 5 Jahren. Georg, ein Thema, das im Rahmen der Polizeiausstattung auch immer wieder aufkommt, ist die Frage der Bodycams, also Kameras, die Polizisten während Einsätzen tragen, wo hinterher einmal Auswertungen vom Einsatzgeschehen getroffen werden können, aber eben auch das Verhalten der Polizisten hinterher kritisch analysiert werden kann. Wie steht ihr zum Einsatz dieser Bodycams bei Polizisten? Naja, also ich bin ganz generell erstmal gegen Videoüberwachung, ob es jetzt an öffentlichen Plätzen ist oder in Form von Bodycams. Und ich glaube, die Vergangenheit hat schon ein bisschen gezeigt, wenn es dann nämlich mal zu kniffligen Fällen kam, wo es eventuell zu Polizeiübergriffen oder Polizeigewalt kam, waren die Bodycams dann aus und damit konnte dann im Zweifel nichts nachgewiesen werden. Eure Meinung zu Bodycams? Unsere Meinung ist da ebenfalls so, dass wir uns gegen staatliche Überwachung in ihrer Form genauso über Video wie über andere Formen natürlich wehren dagegen und wir möchten das auch nicht. Der Ruf nach Überwachung wurde ja aber, oder wird ja auch immer mal lauter, gerade wenn man die Anschläge der vergangenen Jahre bedenkt. Also ein Stück öffentliche Videoüberwachung gibt es ja an sicherheitsrelevanten Punkten, zum Beispiel Bahnhöfen. Wie ausgeprägt sollte das sein? Wo wollt ihr dem die Grenzen setzen? Wir sind auf jeden Fall gegen die Überwachung auf allen öffentlichen Plätzen und in der gesamten Stadt. Dort hat das am Bahnhof natürlich andere Gründe aufgrund von Akteuren. Und wir denken, dass das präventiv nicht hilft, denn nur die Leute, die dort vor Ort sind, die können dort jeweils für die Sicherheit sorgen. Georg, ihr als Linke, seht das ähnlich, oder? Würde ich mich anschließen. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal den technischen Verlauf anschaut, das geht ja immer weiter und sobald dort einmal die Tür geöffnet ist für Videoüberwachung, ja, ist die Büchse der Pandora sozusagen geöffnet und das geht ja weiter mit Gesichtserkennung. Gut, es kommen noch ganz andere Themenbereiche dazu, aber ich würde mich da im Großen und Ganzen anschließen. Okay, in dem Fall relative Einigkeit. Kommen wir mal zum Thema Verfassungsschutz. Vielleicht zur Erklärung für die Zuschauer. Der Verfassungsschutz ist der
Inlandsnachrichtendienst und da hat jedes Bundesland eben sein eigenes Amt dafür nochmal. Ihr als Linke, Georg, setzt euch für die Abschaffung vom Verfassungsschutz ein. Wenn man jetzt hört, dass der Inlandsgeheimdienst, der soll eben Feinde der Verfassung abhalten, beobachten und dann Maßnahmen dagegen ergreifen, das hört sich erstmal sinnvoll an. Warum setzt ihr euch dafür ein? Warum soll es keinen Verfassungsschutz mehr geben? Das stimmt, das hört sich erstmal sinnvoll an. Genau, also das Aufgabengebiet ist, die Demokratie zu stärken, zu schützen vor antidemokratischen Kräften, zu bewahren. Die Realität zeigt so ein bisschen, dass es nicht funktioniert. Also gerade in Thüringen, das Paradebeispiel ist natürlich der NSU. Um da ein Beispiel vielleicht zu bringen, damals hat der Verfassungsschutz Tino Brandt, das war einer der führenden Nazi-Kader in der thüringischen Heimatschutzszene, engagiert als V-Mann, hat den über Jahre mehrere hunderttausend Euro ausgezahlt. Und was hat er mit dem Geld gemacht? Er hat das in die Nazi-Strukturen gesteckt und dort damit eigentlich erst die Kameradschafts- und Nazi-Strukturen in Thüringen aufgebaut. Das heißt also, der Verfassungsschutz ist da nicht im Entferntesten seiner Aufgabe eigentlich nachgekommen, sondern er im Gegenteil, er hat noch die Strukturen gestärkt, die er eigentlich bekämpfen sollte. So, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, was nicht funktioniert, ist die demokratische Kontrolle vom Verfassungsschutz. Also es gibt dieses parlamentarische Kontrollgremium, da sitzen momentan, glaube ich, 5 Abgeordnete drin. Und das ist illusorisch, dass man so ein Amt damit kontrollieren könnte. Und vielleicht, um noch eine Lösung anzubieten, also wir sagen tatsächlich, dass man demokratische Initiativen stärken muss, die dann wirklich im ländlichen Raum oder in den Städten aktiv sind und dort irgendwie eine Graswurzelarbeit tätigen und dort viel besser vor Ort Arbeit leisten können. Also jetzt mal von Einzelfällen, das ist kein, nicht Einzelfälle in dem Sinne, dass es unwichtig ist, aber von diesem Fall mal abgesehen, ist es wichtig, dass wir eine Institution haben, die unsere Verfassung schützt vor Extremismus aller Art, das ist uns auch ganz wichtig, aller Art. Und wir sehen auch, dass nicht nur Kommunikation, sondern auch Legitimitätslücken dort sind und fordern deshalb eine Reformierung des Verfassungsschutzes eben unter Kontrolle des jeweiligen, in dem Fall ist das Innenministerium, das da demokratische Kontrolle reinbringt. Und wir wollen, dass sich die Verfassungsschutz der Verfassungsschutz aller Länder, dass sie sich immer absprechen, dass sie eine bessere Kommunikation haben. Das haben wir jetzt gerade beim Beispiel Fall Amri auch gemerkt, dass da kaum Abstimmungen zwischen den einzelnen Verfassungsschutzämtern geht. Deswegen, wir wollen ihn erhalten, verbessern und dadurch eine Stärkung für unsere Verfassung erhalten. Wäre das nicht auch möglich, einfach durch Reformen die Schwachstellen, die du angesprochen hast, zu beseitigen, die es die FDP vorschlägt? Also ich glaube, mit dem mehr Absprechen, das passiert ja tatsächlich schon, aber das hat nicht dazu geführt, dass es weniger Probleme mit dem Verfassungsschutz irgendwie gegeben hat. Und das mit dem NSU, das kann man klar als Einzelfall irgendwie hinstellen, aber in der Realität ist es nicht. Es gab viel öfter solche Fälle, wo der Verfassungsschutz tatsächlich objektiv mit in den Fällen verstrickt war. Amri ist zum Beispiel auch ein Fall, wo es über Jahre Kontakte gegeben hat, Beobachtungen gegeben hat. Dann jetzt neu der Fall Walter Lübcke, wo es auch offensichtlich über Jahre eigentlich eine Beobachtung von dem Täter gegeben hat. Nichts passiert ist, wo bis jetzt noch unklar ist, welche Rolle da der Verfassungsschutz wirklich gespielt hat. Philipp, einmal kannst du da noch drauf eingehen nochmal oder vielleicht nochmal klar machen, wie viel Personal auch vielleicht notwendig ist aus eurer Sicht, um diese reformierte Rolle dem Verfassungsschutz auch zuteil zu werden? Also die Reformierung sollte erstmal auf Basis der Grundstrukturen gehen und danach können wir uns dann auch über Personal unterhalten. Vielleicht um darauf nochmal zu reagieren. Klar, es gibt sicherlich etwas Filz da und wie gesagt, das muss man auch klären, aber das muss man in demokratischen Verfahren klären und man kann das nicht einfach nur abschaffen, weil es da und dort Probleme gibt. Also ich möchte es nochmal sagen, es sind tatsächlich keine Einzelfälle, die da vorkommen, sondern das hat mittlerweile eine Systematik. Also man kann da auch zurückdenken an Hans-Georg Maaßen, den damaligen Bundesverfassungsschutzpräsident, der auch seiner Rolle tatsächlich nicht nachgekommen ist. Und es gab die Veröffentlichung, wo Schattennetzwerke von Nazis in Verfassungsschutz, Polizei, Bundeswehr nachgewiesen wurden. Und das zieht sich wie eine rote Linie durch die Geschichte des Verfassungsschutzes. Aber ihr glaubt, dass sozusagen eine Kontrolle
der gesellschaftlichen Ränder oder des Extremismus, besser gesagt, allein durch zivilgesellschaftliche Initiativen reicht? Ja, Kontrolle ist vielleicht der falsche Begriff, aber um nachhaltig mit diesen Problematiken umzugehen, schon, ja. Okay. Ein Thema, das den Verfassungsschutz, um uns ein bisschen mit seiner Arbeit zu beschäftigen, ein Thema, das in letzter Zeit auch eine Rolle gespielt hat, war die Vermehrung von Waffenscheinen in Thüringen. Also immer mehr Thüringer machen den kleinen Waffenschein. Natürlich die Frage, wie seht ihr diese Entwicklung als Partei der persönlichen Freiheit? Philipp, wie seht ihr diese Entwicklung und was kann man dagegen tun, dass es ja zu einer Militarisierung der Gesellschaft im Endeffekt kommt? Also von der Militarisierung der Gesellschaft würde ich da nicht sprechen. Wir nehmen das natürlich auch wahr, aber für uns steht die personelle oder individuelle Freiheit auch ganz oben. Und da gibt es eben auch Dinge wie Präventionsarbeit, gerade wenn es darum geht, ein wichtiges Thema da auch Amokläufe in Schulen vorzubereiten, da muss man halt Präventionsarbeit leisten. Und das ist eben auch Bildungsarbeit, das ist eben auch politische Bildung und jeweilige sozialpädagogische Arbeit vor Ort. Wie steht ihr zum Thema Waffenscheine, Ausstattung der Waffenbehörden? Na, ich glaube, man sieht ja zum Beispiel so ein bisschen an den USA, die haben ein viel liberaleres Waffenrecht, dass dort das eigentlich nicht dazu führt, dass es irgendwie friedlicher ist, sondern eher das Gegenteil, dass es viel öfter zu Amokläufen kommt, viel öfter zu irgendwelchen Schießereien und die Todesraten viel höher sind. Also wir treten in dem Sinne eher für eine restriktivere Waffenpolitik ein. Also mich besorgt es tatsächlich auch, wenn man hört, dass die kleinen Waffenscheine zunehmen. Ich glaube, vorgestern gab es die Nachricht, dass innerhalb des letzten Jahres über 1000 Waffen bei militanten Neonazis gefunden wurden. Und ich glaube, da bildet sich ein Kern an den Rändern, der bedrohlich wird. Also ich denke, das Thema Gewalt ist ein wichtiges Thema, aber das wird nicht nur durch Waffen ausgetragen. Und ich denke auch, dass in den USA sicherlich vielleicht zu mehr Amokläufen kommt, aber dort sind wahrscheinlich auch andere Ausprägungen dort von Gewalt sicherlich an der Tagesordnung. Das ist hier genauso. Also ich würde es nicht unbedingt an Waffen machen. Wir reden darüber, klar, wenn man über Radikalisierung redet, dann muss man auch darüber reden, dass die Leute den Zugang dazu haben. Aber ich denke, das führt uns da nicht weiter, über Verbote hier zu versuchen, allen sozusagen auch Hobbyjägern oder die Waffen zu verbieten. Ich dann ganz kurz einhaken. Darf. Kannst du leider nicht, weil eure Redezeit, die wir hier gleichzeitig messen, ist gerade gleich. Du hast schon etwas überzogen. Deswegen wird diese Debatte wahrscheinlich weitergeführt werden im Rahmen der Landtagswahl und danach. Davor schauen wir uns erstmal an, was die anderen Parteien zum Thema Sicherheit gesagt haben. Ja, Sicherheit ist für uns als CDU ein ganz, ganz wichtiges Thema. Uns geht es darum, dass man überall in Thüringen, egal ob zu Hause, auf öffentlichen Plätzen, ob in Bus oder Bahn, dass man sicher leben kann. Und dazu sind zwei Dinge besonders wichtig. Das erste ist, wir brauchen mehr Polizeipräsenz in der Fläche. Bürger müssen spüren, dass die Polizei auch auf der Straße ist und jederzeit erreichbar ist. Und das Zweite, uns geht es darum, mehr Respekt für Sicherheitskräfte. Und deswegen wollen wir eine Kampagne einführen, Blaue Schleife, wo man auch mal deutlich machen kann, wir stehen hinter unseren Polizisten und wir haben Respekt für ihre Arbeit. Sicherheit, das bedeutet für mich, dass wir darauf vertrauen können, auch morgen noch auf einem Planeten aufzuwachen, auf dem es sich leben lässt. Dass ich keine existenzielle Angst vor Armut haben muss und als Frau auch nachts sicher auf den Straßen unterwegs sein kann. Als Grüne machen wir uns für die freie Gesellschaft stark, in der die Polizei die Grundrechte der BürgerInnen schützt und wahrt, in der Menschen selbstbestimmt leben und sich entwickeln können und in der wir die Bedrohung durch die Klimakrise mit wirkungsvollen Klimaschutzmaßnahmen abwenden und damit für eine gute Zukunft aller Menschen sorgen. Wir alle wissen, Thüringen ist das Land des NSU und der Rechtsrockkonzerte. Und das ist die größte Herausforderung der Innenpolitik für die nächsten 5 Jahre. Wir müssen dafür sorgen, dass Thüringen demokratisch bleibt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Rechtsrockkonzerte nicht mehr in Thüringen stattfinden und dass Behördenversagen aufgearbeitet wird und Folgen daraus gezogen werden. Andererseits bin ich natürlich im Wahlkreis Kandidat und weiß ganz genau, dass die Feuerwehren viel Unterstützung brauchen. Von daher ist auch ein weiterer Schwerpunkt meiner Innenpolitik die Unterstützung der Jugendfeuerwehren. Dann danke an euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Und bei euch ist es ganz wichtig, schaut euch alle unsere Videos an von Jugend prägt, dem Duell zur Wahl und bildet euch eine eigene Meinung, wen ihr am 27. Oktober in den Landtag wählen wollt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.